Es knisterte von Beginn an in der mit 3000 Zuschauern ausverkauften Wuppertaler Unihalle. Der gastgebende Bergische HC als Zweiter gegen den Tabellenführer aus Emstetten in Grün. Und sofort entwickelte sich eine enge Partie, die immer auf der Kippe stand. Vor allem die beiden Defensivreihen inklusive der Keeper kämpften aufopferungsvoll. Vorne erzielten beide Teams ein ums andere Mal stark herausgespielte Treffer. Und so konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Einige Minuten vor Schluss dann gleich zweimal Wurfpech für die Bergischen Löwen. So hatte der TVE schlussendlich mit 25:21 das bessere Ende für sich und ist jetzt der absolut unangefochtene Tabellenführer der zweiten Liga. Im Frankenland dagegen duellierten sich mit Erlangen und Aue zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Der HC hat sich mittlerweile einigermaßen gefangen in dieser Saison und zeigte sich im Angriffsspiel sofort konsequent und konzentriert bei Abschlüssen aus dem Rückraum und von außen. Aber die Aufsteiger aus dem Erzgebirge blieben dran, mit Kampfgeist und ebenfalls mit spielerischer Qualität. In den letzten 10 Minuten glich der EHV sogar mehrmals aus. Entscheidend in dieser Phase aber die vielen Paraden von HC-Keeper Andreas Beierschmidt und die starken Nerven von Moritz Weltgen, der den letzten Treffer markierte. 28:27 am Ende fürs Heimteam. Ja, es war die erwartet harte Arbeit und zum Glück hat sich die Mannschaft belohnen können. Ich gratuliere auch wirklich, weil sie mit so viel Engagement und so viel, sag ich mal, Esprit an dieses Ding rangegangen sind. Die Ergebnisse des 21. Spieltags. Eisenach, Rostock und Emstetten schaffen jeweils Auswärtssiege. Danach triumphieren mit Hennstedt, Bad Schwartau, Ferndorf, Erlangen und Hildesheim alle Heimmannschaften. In der Tabelle setzt sich Emstetten weiter ab. Der BHC spürt den heißen Atem der Verfolger aus Eisenach, Bittenfeld und Hüttenberg. Auch Bietigheim, Nordhorn und Ludwigshafen-Friesenheim haben noch alle Chancen in Sachen Aufstieg. Unten hat Leutershausen schon einigen Abstand zum rettenden Ufer.